Hallo und weiter geht's. Wir wollen jetzt mal Saids Loyalitätsmission spielen. So, wo muss ich... Wo... Ach, da. Da war mein Treibstoffdepot. Da habe ich voll... Dann wollen wir mal. Wer sich das durchlesen möchte, kann das gerne tun. Das Video pausieren. Ich scroll jetzt gleich mal so ein bisschen runter. 1G, wo fängt es an? 33 Grad. Oha. Oha. Okay, gut. Und dann nehmen wir mal Morden mit. Said. Ah, okay, gut. Nun gut. Gut, warte mal. Er hat seine Carnifex. Er hat... Okay, Disruptor-Munition werden wir jetzt nicht brauchen. Ich brauche nur unbedingt Brandmunition. Denke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Kann man hier entlang gehen? Natürlich nicht. Gut. Dann wollen wir mal. Einheit Bravo, in Ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschrift. Rücken wir weiter vor. Diese F-Jern kennt man ja von den einen Planeten aus Mass Effect 1. Keine Ahnung, wie der Planet heißt. Okay, gut, das ist... Okay, gut, Affen erschießen, dafür bin ich hier. Das ist auch ziemlich gemein und hinterhältig. Meldung an Basis. Bewaffnete Eindringlinge am südlichen Checkpoint. Wahnsinnsschuss. Ich weiß, ich bin einfach nur gut. Oh, Kopfschuss. Yep. So, warte mal. Feind am Boden! Okay, das hat er schon erledigt. Ach nee, Quatsch. Gut. Schweres Geschütz! So.
Schilde. Ah. Au! Das hat weh getan. Ja, warte mal. Yeah! Setzen! Alle Einheiten, zurück! Gut. Credits, hören wir her damit. Werde ich noch gut gebrauchen können. Immer her damit. Aber es ist ein schöner Planet. Hier ist Commander Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt nochmal zurück. Wieder. Klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Batallianer einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Wir sollten lieber aufbrechen. Also Said hat echt einen Hass. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn! Oh, warte mal kurz. Gut, weiter geht's. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. So, wollen wir mal kurz abspeichern. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Renn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was zum Teufel machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht.
Sie unternehmen nichts, ohne mich vorher zu informieren. Das ist meine Mission. Vergessen Sie das nicht. Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich Ihnen bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Sie wollen ihn tot sehen? Dann stirbt er. Alles andere ist mir egal. Solange Vido eine Kugel schluckt. Okay, gut. Er ist tot. Einer ist erledigt. Gut. Wenn Said das braucht, dann kriegt er das, was er braucht. Wow, 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 wow. Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Egal, scheiß drauf. Ich nehme sie mit in den... So. So. Und so. Wow, 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 wer schießt auf mich? Alles klar. Eure Betäubungsschuss ab! Hey, Augen auf! Einer ist erledigt. Okay, warte mal. Hier kommen wir ja nicht längs. Nee, dann müssen wir da durch. Okay, 6000 Credits ist gut, immer gut, immer her damit. Kohle kann man gar nicht genug haben. Oh, wow, 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 wow. Damit lässt sich was anfangen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so eine Explosion reinrennt und selber halt drauf geht. Schwerer Beschuss unmittelbar bevor. So, kommt der da jetzt schon raus oder was? Nicht? Gut, dann muss ich wohl reinkommen, ne? Ja?
Hat diese hinterhältige Socke noch glatt hinter der Tür gewartet? So, gibt's hier noch irgendetwas, das ich mitnehmen kann hier? Nö. Keine Ressourcen oder dergleichen. Gut, dann eben nicht. Das könnte nützlich sein. Okay, welche Waffe ist dafür denn jetzt weg? Alle klar, der Bogenprojektor. Gut, dann hatte ich eh nur einen Schuss für. Gut, der Bruder mag. Warte mal. Ja, bla bla bla. Ich brauche auch vieles, was ich nicht kriege. Alles klar. Warte mal, kann man abspeichern? Nö, kann man nicht. Warum sollte man auch? Okay, gibt's hier noch irgendetwas? Nee. Okay. Achso, der ist auch erledigt. So, warte mal. Gut. Der ist tot. Der Treibstoff hat löst sich. Schießen Sie da runter. Graben Sie sie darunter. Jo, Schock. Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich jetzt. Ich weiß das ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich jetzt überhaupt jetzt Gesundheit jetzt für mich mal nehme. Ganz ehrlich gesagt, ich habe das jetzt überhaupt gar keinen Plan. Waffe wechseln, ziehen, schießen. Letzte Waffe formieren. Angreifen. Welt verlassen, Welt verlassen, wenn wir rein. Schnellspeichern.
ich jetzt auch den Midi-Key immer benutze. Ja, ich habe ja jetzt gucken wir Einigkeit. Ja, aber wie benutze ich jetzt mal Midi-Key für mich selber? Gar nicht, oder wie? Blockiert, blockiert, okay. Okay, gut, das lief jetzt hier alles nicht so gut. Ich weiß echt nicht mehr, kann ich überhaupt Medigit für mich selbst nutzen oder nur als Ei? Ich weiß das gar nicht mehr, schon so lange her. Ich habe gar gesagt, kein Plan mehr, Leute. So, warte mal, das Ding nervt. Schießen Sie das Ding ab! So. Okay. So, war hier. Okay, hier ist nichts. Über nur Dekoraum. Auch nur Deko. Said, bitte. Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das weiß ich. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Zerstörtes Personal gefallen. Erfahrung 57 Punkte. Kräftemassiv freigeschaltet. Bla bla. Neues Outfit. Flammenwerfer. Sturmgewehrschaden. Credits. Und Palladium. Gut. Das war jetzt das Said Massani. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja. Wenn es gefallen hat, nächstes Mal wieder dabei sein. Bye, bye.